Ja, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Na egal. So, an dieser Stelle setzen wir einen Importbus. Ne. An dieser Stelle setzen wir den Exportbus, den wir hier hinten noch wegreißen müssen. Gib her. Gib her. Ja, Mensch, das mit dem Deuterium hier, das ist jetzt natürlich Kacke. Das nervt mich auch gerade und riecht mich auch gerade so ein bisschen innerlich auf. Exportbus soll ja was exportieren. So. Ist das richtig? Das ist natürlich falsch. Ist das richtig? Das wäre richtig. Muss mal überlegen, ist das so rum richtig? Ja, so rum wäre das sogar richtig. So, hier oben kommt ein Fluid Transposer hin. Der jetzt ja geschaltet werden muss mit Active with Signal. Richtig. Deuterium. Ich bin ja jetzt so ein bisschen am Überlegen. So, was ist das hier? Move. Was sind denn 20 PU per Tick? Boah, mach irgendwie, wie du denkst. So, den reißen wir mal ab. In der Hoffnung, dass wir ihn dann hier auch zügig richtig setzen. Wir haben ihn gleich richtig gesetzt. So, und jetzt muss ich überlegen. Emit, wenn das Signal, wenn mehr oder genauso viele drin sind. Emit, wenn weniger drin sind, also mehr. Der müsste jetzt eigentlich auch schon. Hat er nicht, weil er gar nicht konfiguriert ist. Oben? Oben. Hä? Ja, aber ich will den ja hier. Warum kann ich den jetzt nicht separat? Plus 1. Fang mal an. Ach so, der hat noch kein Futter hier. Deuterium. So. Und? Sie sehen Sie nichts. Weil? Muss der denn blau sein oder was? Ja. Active with Signal. Der hat jetzt ein Signal. Der typische Fehler, glaube ich. Warte mal, der muss doch trotzdem irgendwie noch so zusätzlich verbunden werden, ne? Ah, jetzt füllt er auch. So. Jetzt kann man jetzt hier eigentlich einen Wert mittlerweile eingeben? Nein, kann man noch nicht. Keine Ahnung, ich drehe den einfach erstmal hoch. What? Wie viele Buckets habe ich denn da jetzt mittlerweile drin? Ich wollte doch nur, dass der ausgeht. Alter, geh aus, Mann. Wie jetzt, Walter? So. Der ist ja immer noch an. Und der füllt hier auch noch immer weiter fleißig. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viele ich da drin habe in dem alten AI-Netzwerk. Ja. In Millibuckets umgerechnet. Viele. Oh mein Gott. Das könnte ein bisschen dauern jetzt. Ja, okay. Mache ich so mit.
Okay, dann würde ich aber trotzdem mal einfach sagen. Wie viel sind denn das jetzt hier? 1400, glaube ich. Wenn mich nicht jetzt verzieht. Warte mal, 3? 1500. Machen wir mal bei 2000. Machen wir mal Stopp. Bei 2000. So, mal gerade gucken, ob ich mich jetzt hier auch nicht vertan habe. Ach, bei 2000. Bei 2000. Und ich bin hier bei 21.000. Ja. Hm. Ja, ja. Ja, ach. Ach, Mensch. Na guck. Na, sowas. Würde ich sagen, das ist echt. Also wenn ich mich jetzt hier nicht vertan habe, ich lasse den erstmal so stehen. Ich lasse den einfach jetzt erstmal so stehen, den hier Donnenkanal hier. Und ich muss mir ja aber das Deuterium hier noch rausholen. Und dafür nutzen wir natürlich wieder einen Import-Bars. Flop. Und dann den hier. Ist das richtig? Natürlich nicht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass ich einen Kreislauf geschaffen habe. Genau das ist nämlich der Punkt. Der hier, nein, der hier sieht jetzt nämlich die Zellen, die ewig ins Netzwerk kommen und sagt, alles klar, ich ziehe sie raus. Das heißt, den müssen wir noch umbauen mit einem Level-Emitter. Mach mal Ruhe hier. Dann müssen wir den ja tatsächlich noch mit einem Level-Emitter umbauen. Nur welchen? Den hier. Das müssen wir dann wahrscheinlich auch noch umkonfigurieren. Sekunde, wir gucken mal. Wie ist denn das jetzt hier konfiguriert? Der hinten zieht die Zellen raus. Okay. Den reißen wir mal weg. So. 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 Okay. Welcher macht jetzt was? Der rote gibt die Zellen wieder zurück. Okay. Da wo jetzt blau ist, muss also rot hin. Importieren. So. Das haben wir. Jetzt brauchen wir einen Level-Emitter. Oh Gott, das ist jetzt ja aber Level. Stinkt nur mal ein Level-Emitter. Kein Fluid, kein gar nichts. Irgendwie. So. Der Level-Emitter kriegt jetzt diese Nachricht. Und zwar, wenn mehr als... Ja, mehr als... Mehr als 128 drin sind. Nee, das ist ja kacke, ey. Da brauche ich ja wirklich denn ein zweites AE oder so. Das geht ja gar nicht, was ich jetzt vorhab. Weil da müsste man ja sich jetzt Grenzen schaffen eigentlich. Bäh. Okay, wir versuchen das mal einfach. Wenn mehr als 128 Zellen drin sind, mehr als 64 Zellen drin sind, dann gibst du Vollgas. So. Und zwar brauchen wir jetzt den da oben, den brauchen wir hier hinten. Nee, der ist schon wieder falsch. Gelb? Nein. Nein. Blau. Ein Exportbus. So. Das ist schon schlecht. Den können wir jetzt auch gar nicht mehr umbauen. Da brauchen wir jetzt entweder ein Precision oder ein Fuzzy. Export.
Ich glaube, der müsste schon gehen, der Precision. Ich hoffe es. Wollen wir mal gucken? Ah, der geht. Active with Signal. So. Konfiguriert Deuterium. Wenn mehr als 64 drin sind, dann gibst du Signal aus. Jetzt die beiden noch verbinden. Naja, hätte ich auch nach da oben, aber das ist ja egal. Irgendwie ist das schon wieder nicht egal. So. So, was macht er jetzt? Der macht jetzt erstmal gar nichts. Weil dem da hinten habe ich jetzt ja auch erstmal gesagt, hör mal auf hier. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt sollten ja jedes Mal, wenn hier 64 Zellen drin sind. So, der macht jetzt da erstmal fleißig weiter. Aber in der Zwischenzeit bin ich mal so arschig und sage... Export Deuterium Zellen. Da rein. Und hier sage ich ihm... Jetzt habe ich keine Importzellen mehr. Import. Eine Importgedönse. So, und am Strich werden wir dann ja sehen im Laufe der Zeit, was da dann bei rumkommt, was dabei rauskommt. Ob das Ganze jetzt Blödsinn ist, was ich hier jetzt gebaut habe oder nicht. So, der legt jetzt schon mal los. Das ist schon mal gut. Der gibt jetzt Vollgas hier. So, und der andere sagt noch gar nichts. Gucken, ich habe ja noch ein paar auf Tasche. Mal sehen, was passiert, wenn ich die jetzt mal einfach beschleunige. Flop. Ja, jetzt kommt natürlich die Deuterium-Produktion nicht mehr hinterher. Jetzt wird alles in Tritium umgewandelt. Also, das bedeutet, wir müssen das hier umbauen. Wir müssen das Ganze hier umbauen und müssen das Ganze ein weiter vorziehen und so weiter. Und müssen einfach wirklich sagen, hier Wasserzellen, Nero, die Wasserzellen müssen in das AE-Netzwerk. Ja, Katzen sind schon was Feines. Dann könnte es gegebenenfalls hinhauen. Ansonsten, es ist ja schön und gut, wenn man eine Rechnung aufstellt, eine mathematische, diese aber nicht hinhaut. Aufgrund einiger Faktoren, die man vorher in einer mathematischen Rechnung so gar nicht berechnen kann. Naja, obwohl, irgendwann ist er ja mal voll, ne? Irgendwann sagt er dann ja auch mal, ja, jetzt ist er zum Beispiel voll. So, wenn ich dem jetzt hier einfach mal nicht den Befehl auf 16, sondern auf 64, sondern einfach mal sage, wenn weniger als 32, dann gibst du Gas. Beziehungsweise wenn mehr als 32 drin sind, dann könnte das Ganze schon wieder hinhauen. Also soweit ich weiß, muss ich alle anderthalb Minuten irgendwie eine Tritiumzelle und eine Deuteriumzelle in den Fusionsreaktor irgendwie reinboxen. Glaube ich. Warte mal. Können wir nochmal sehen hier. Nee, das können wir so gar nicht sehen. Deuterium. Und dann Uses. Ups. So, und dann gucken wir mal. Da muss ja irgendwo, genau, Fusionsreaktor. 128 Ticks. Ja, toll. Kann ich jetzt gerade nicht ausrechnen, weil ich jetzt gerade wirklich wieder nicht weiß, wie ich von Ticks auf Sekunden komme. Schreibt es mir jetzt bitte nicht in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal weiß ich das wieder. Also alle 128 Ticks muss eine Deuteriumzelle und eine Tritiumzelle drin sein. Das nächstkranke, bescheuerte, beschissene, was mir gerade auffällt, was ich gemacht habe, dass ich mit den Extra Cells und dem Fluid gearbeitet habe, weil da müsste ich tatsächlich mal einen Fusionsreaktor mir zusammencheaten und müsste dann echt mal sehen, ob der das überhaupt ab kann.
Nee, hier. Ob der das überhaupt abkann, wenn ich ihm da Deuterium und unten Tritium per Extrazell einfach als Bucket rein... Fuchse rein... Backe reinhämmer.